Deutsch 1. Übungssatz 02. Hören. Dieser Test hat zwei Teile. Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu. Schreibe am Ende deine Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Kreuze an A, B oder C. Du hörst jede Nachricht zweimal. Beispiel: Wen ruft Frank an? Hallo Uwe, hier ist Frank. Sag mal, gehst du auch zu der Party von Sabine? Hast du schon ein Geschenk? Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Weißt du was? Bitte ruf mich bald an. Danke. Tschüss. Hallo Uwe, hier ist Frank. Sag mal, gehst du auch zu der Party von Sabine? Hast du schon ein Geschenk? Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Weißt du was? Bitte ruf mich bald an. Danke. Tschüss. Lies die Aufgaben 1 und 2. Jetzt hört diese Nachricht am Telefon. Hallo Petra, ich bin's Nora. Du, ich kann heute nicht mit dir schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Aber heute wird mein kleiner Bruder 5 und da muss ich zu Hause bleiben. Kindergeburtstag feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächsten Dienstag. Hast du da Zeit? Ruf mich bitte schnell zurück. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hallo Petra, ich bin's Nora. Du, ich kann heute nicht mit dir schwimmen gehen. Das tut mir wirklich leid. Aber heute wird mein kleiner Bruder 5 und da muss ich zu Hause bleiben, Kindergeburtstag feiern. Vielleicht klappt es ja mit dem Schwimmen nächsten Dienstag. Hast du da Zeit? Ruf mich bitte schnell zurück. Lies die Aufgaben 3 und 4. Jetzt hörst du die zweite Nachricht am Telefon. Hallo Alex, Manuel hier. Eine Frage, du gehst doch auch zu Monas Party. Wie kommst du denn dahin? Möchtest du mit uns fahren? Meine Mutter bringt mich mit dem Auto hin. Ich spiele nämlich auf der Party den DJ und ich kann meine vielen CDs nicht auf dem Fahrrad mitnehmen. Sag bitte bald Bescheid. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Alex, Manuel hier. Eine Frage, du gehst doch auch zu Monas Party. Hin,
Möchtest du mit uns fahren? Meine Mutter bringt mich mit dem Auto hin. Ich spiele nämlich auf der Party den DJ und ich kann meine vielen CDs nicht auf dem Fahrrad mitnehmen. Sag bitte bald Bescheid. Lies die Aufgaben 5 und 6. Jetzt hörst du die dritte Nachricht am Telefon. Hallo Jana, hier spricht Paul. Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert und ich spiele sogar ein Solostück am Klavier. Also, ich freue mich sehr, wenn du kommst. Das Konzert ist um 16 Uhr in der Musikschule. Die ist direkt am Marktplatz. Also hoffentlich bis morgen. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zur Aufgabe 5 und 6. Hallo Jana, hier spricht Paul. Wir haben doch morgen in der Musikschule ein Konzert und ich spiele sogar ein Solostück am Klavier. Also, ich freue mich sehr, wenn du kommst. Das Konzert ist um 16 Uhr in der Musikschule. Die ist direkt am Marktplatz. Also hoffentlich bis morgen. Teil 2. Du hörst zwei Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Kreuze an, richtig oder falsch. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Beispiel: Simone geht mit Klaus ein Eis essen. Hallo Simone, wie geht's dir? Hallo Klaus. Danke, mir geht's sehr gut. Ich habe in Mathematik eine 1 und deshalb lädt mich meine Mutter heute zum Eisessen ein. Na dann herzlichen Glückwunsch. Spaß beim Eisessen. Tschüss. Tschüss, Klaus. Hallo Simone, wie geht's dir? Hallo Klaus. Danke, mir geht's sehr gut. Ich habe in Mathematik eine 1 und deshalb lädt mich meine Mutter heute zum Eisessen ein. Na dann herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Eisessen. Tschüss. Tschüss, Klaus. Lies die Sätze 7, 8 und 9. Jetzt hörst du das erste Gespräch.
Hallo David. Na, wie geht's? Ach, Tag Florian. Naja, mir geht's nicht so gut. Gestern hatte ich eine Englischarbeit und die Aufgaben waren total schwer. Und wenn ich jetzt in Englisch eine schlechte Note bekomme, muss ich die Klasse wiederholen. Oh, das ist ja blöd. Weißt du was? Ich war doch letztes Jahr in England und kann jetzt gut Englisch. Dann lernen wir doch einfach nächstes Wochenende mal zusammen. Dann wird deine nächste Arbeit bestimmt besser. Oh ja, das ist super. Passt dir Samstagnachmittag um 3? Ja, bestens. Gut, dann bis Samstag. Und danke. Du hörst das erste Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 7, 8 und 9 richtig oder falsch. Hallo David, na, wie geht's? Ach, Tag Florian. Naja, mir geht's nicht so gut. Gestern hatte ich eine Englischarbeit und die Aufgaben waren total schwer. Und wenn ich jetzt in Englisch eine schlechte Note bekomme, muss ich die Klasse wiederholen. Oh, das ist ja blöd. Weißt du was? Ich war doch letztes Jahr in England und kann jetzt gut Englisch. Dann lernen wir doch einfach nächstes Wochenende mal zusammen. Dann wird deine nächste Arbeit bestimmt besser. Oh ja, das ist super. Passt dir Samstagnachmittag um 3? Ja, bestens. Gut, dann bis Samstag. Und danke. Lies die Sätze 10, 11 und 12. Jetzt hörst du das zweite Gespräch. Hallo Sina, was machst du denn hier? Ich denke, du wohnst gar nicht mehr in Berlin. Hi Claudia, toll, Land. Da muss ich natürlich dabei sein. Und wie geht's dir so in Süddeutschland? Naja, die Landschaft ist toll, aber mir fehlen natürlich meine Freundinnen aus Berlin. Du auch. Besuch mich doch mal. Ja, vielleicht mache ich das wirklich. Wie sieht es denn in den Weihnachtsferien aus? Seid ihr da in Stuttgart? Ja, das passt gut. Wir sind auf jeden Fall zu Hause. Ich freue mich, wenn du kommst. Du hörst das zweite Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 10, 11 und 12. Richtig oder falsch? Hallo Sina, was machst du denn hier? Ich denke, du wohnst gar nicht mehr in Berlin. Hi Claudia, toll, dass ich dich hier treffe. Ja klar, ich bin mit meinen Eltern nach Stuttgart gezogen. Aber heute feiert meine beste Freundin Geburtstag. Da muss ich natürlich dabei sein. Und wie geht's dir so in Süddeutschland? Naja, auch. Aber mir fehlen natürlich meine Freundinnen aus Berlin. Du auch. Besuch mich doch mal. Ja, vielleicht mache ich das wirklich. Wie sieht es denn in den Weihnachtsferien aus? Seid ihr da in Stuttgart? Ja, das passt gut. Wir sind auf jeden Fall zu Hause. Ich freue mich, wenn du kommst. Schreibe jetzt deine Lösungen 1 bis 12 auf den Antwortbogen. Ende des Prüfungsteils Hören.